Kamo, was ist los? Sorry, bei deinem Anwesen ist ein FIB-Heli und vor deinem Tor stehen zwei Polizeiautos, ne? Also. Hier ist ein Polizeiwagen genau vorm Tor und auch ein Heli, der hier hovert. Weiß nicht, aber Jack hat damit was zu tun, so, ne? Jack Arnstein? Hola, Sonny. Wir sind eure Nachbarn, Sicario. Ein gewisser Jack Arnstein hat. Was hat er gemacht? Die Cops gerufen. Die Cops gerufen? Ich werde das jetzt in die Wege leiten, dann werden wir das klären, ja? Ja, danke schön. Was, Sonny? Rajesh, pass mal auf jetzt. Ja. Ich habe ein ganz anderes Problem. Okay. Jack Arnstein hat die Polizei auf uns Anwesen geholt. Kannst du das bestätigen? Ob ich das bestätigen kann? Ja, na klar. Nee, weil ich war eben mit bei Cramper oben, wo die Ballers gekommen sind. Folgendes. Wir müssen uns jetzt alle versammeln kurz. Ich habe was zu klären. Okay. Was über Leben und Tod entscheidet. Trommel mal alle zusammen oder sind welche gerade groß am Sammeln oder so? Ich weiß, dass ein paar auf jeden Fall zusammen unterwegs sind. Wir brauchen jetzt alle. Versammelt euch und fahrt zum Pierre. Wir machen es einfach so und haltet den Platz für mich noch frei zur Not. Okay. Ja, wir kommen gleich. Bis gleich. Jo. Ciao, ciao. Hallo. Hallo. Ich muss jetzt jemand auseinandernehmen. Wen denn? Ah, da heißt Jack. Okay. Wo soll ich mich verstecken? Einfach hier warten. Meine Leute kommen gleich. Alle. Circa 20 Mann. Ja. Und dann geht das los. Du kannst gerne mit. Dann zeige ich dir mal, wie das mit Leuten abläuft, die Polizei auf mein Grundstück rufen. Ne? Vielleicht hast du ja noch ein, zwei Worte an den Herren zu richten. Wer weiß, ob er es überlebt. Ich glaube nicht. Buonasera, Sonny. Buonasera. Du wolltest uns sehen, Sonny. Ich wollte euch sehen, ich brauche aber alle. Wir haben zwei Neulinge, die richtig stabil sind und ich kläre euch gleich auf. Wir müssen was klären, Bruder. Aber wir müssen uns erst kurz wo treffen, gemeinsam. Warum jagt ihr Ballers erstmal? Weil die Bananenbieger mich gerade nackt gemacht haben und Rajesh auch. Und weil die auf den Grundstück von Kramper kamen und uns bedroht haben und uns beschossen haben. Auf unserem Anwesen, ja? Ach, das ist ja fast eine Win-Win-Situation. Ich wurde gerade entführt. Auch von den Negros? Na klar, ja klar. Ja, wo bist du? Heli, ist das wieder der Spotter von denen? Ja. Der Heli, ist das ein Heli? Ich höre nur. Das ist Cargo, der landet jetzt hier vorne, geht man schon beiseite. Jungs, lasst mal bitte die Rosine in die Mitte, bitte umzingelt mich. Ich brauche Schutz. Waren die gerade noch Farben oder was? Ich weiß nicht, wer ist denn das? Die haben sich mit Lila? Das ist 7, nein, das ist ein Schwarz. Das ist unsere. Ja. Komm mit, wir müssen reden. Ganz kurz, pass mal auf. Wir müssen jemanden entlassen. Kommst du auch zum Pier? Und zwei neue Leute laden wir wahrscheinlich ein. Den, wo wir entlassen müssen, das wird sich jetzt spontan entscheiden. Der hat wohl die Polizei auf unser Grundstück gerufen. Hola. Buonasera, wir klären das jetzt. Kommst du kurz mit? Mitkommen? Ja klar, ich kläre das jetzt für euch. Für uns alle. Wohin soll ich denn kommen? Also wir würden uns jetzt an einem geheimen Ort kurz treffen. Ich weiß nicht, ob du Jungs mitnehmen willst. Nee, ich kann alleine kommen. Dann kommst du alleine, das ist kein Problem. Aber wir sind sehr, sehr viele, also keine Angst. Ich habe keine Angst. Nee, alles gut. Okay. Du bist Sonny Montana. Ich hab keine Angst, Sonny. Du bist ein Ehrenmann. Ah, okay, ich dachte schon. Ja gut, danke dir. Ja, ist ja nett. pass auf, wir treffen uns am Hangar in Sandy Shores. Wir werden dort eine Person, du weißt genau, um wen es sich handelt, zur Rede stellen. Und du bist natürlich einer der Kläger in dem Prozess. Ja, auf jeden Fall, ja. So sieht's nämlich aus. Schick mir einfach einen Standort und dann erscheine ich dort. Bis gleich. Bis gleich. Um wen geht's denn? Wer wird denn, Jack Arnstein. Der wird mich eben schon angerufen, von wegen, irgendwie Scheiße gebaut oder so. Es wäre ganz gut, wenn wir langsam dann auch aufsatteln. Wir können langsam aber sicher los. Wer ist jetzt alles hier? Wen haben wir hier? Ja, André. Mir, Sophie. Du? Ja, alles André. Klar. Du? Liam. Er? Dick. Und du? Charlie. Ja, gut, dann das weiße Fahrzeug fährt vor, der Rest kann hinterher fahren. Wir machen das relativ fix. Und, achso, ja, Moment, ich muss noch zwei Leute anrufen. Du bist von Sicario, richtig? Genau. Okay. Dich brauche ich auf jeden Fall. Du bist einer der Kronkläger. Und okay. Moment ganz kurz. Ja, kein Problem. André! Es geht hier um, du weißt was. Was? Jack. Hi. Wer weiß noch davon? Sophia. Die Kilometer hin und zurück. Sophia, komm her. Du weißt auch davon? Von was? Jack. Ja, der hat ja eben so kurz erzählt. Wer weiß noch davon? Ich bin gerade nicht so sicher. Ich glaube, ich war sogar alleine, so relativ alleine am Anwesen, oder? Alles klar. Da mich zwei Leute angerufen haben, unabhängig voneinander, wird das Schicksal von ihm sehr, sehr gefährlich. Es kann brenzlig ausgehen. Also, kommt einfach alle mit, wir gehen rein.
Da war nur einer von Vargas und einer komplett schwarz angezogen. Ansonsten alles gut, ich befürchte hier echt keinen Ärger. Wir sind so viele, da wird gar nichts passieren. Dann wegen der Sache mit Jack, die das halt live mitbekommen haben. Okay, Sophie, André. Ich hab's nicht mitgekriegt. Voll das, wenn sowieso noch... Ich hab's nur erzählt, eben kurz. Aber welche Funk bist du? Ich hab das nicht mitgekriegt. Sophie, dann stell dich bitte in die Reihe. Sicario, wo bist du? die zwei Neuen oder so von Gyro, wo sind die Jungs? Stellt euch am besten gegenüber oder so. Guten Abend zusammen. Gyro, Bonasera erstmal diesen Abend. Ich wollte eigentlich nur ein Sazim hier haben, dann ist ein Spezialtrupp angekommen. Wir fangen auch gleich langsam an mit dem Kontext, ne? Folgendes, Gyro, du hast mir zwei gute Männer vorgestellt, richtig? Ja klar, Mann. Ich habe den Angebot gemacht, was sie hätten ablehnen können, aber sie haben es nicht abgelehnt. Das nächste Thema ist ganz kurz. Im Saal bin ich jetzt heute der Richter und ich habe hier meine Kläger. Und es geht um folgendes Thema. Was machen wir mit Leuten, die Polizei rufen? Umbringen. Was machen wir noch? Quälen. Das hört sich schon mal gut an. Mir fehlen die Ideen hier. Ach, du willst Details haben? Ja. Vom Finger bis zum Fuß, oder wie? Zum Beispiel. Wir haben hier Frauen dabei. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn die das ist kein Problem. Wir haben hier keine Hemmung. Jungs, kann ich ganz kurz da reinreden? Wir nehmen einem eine Nadel und schieben die unter den Fingernagel. Oh. Das ist auch sehr angenehm, glaube ich. Etwas viel Besseres. Du willst gleich komplett rein? Mit der Hackerin? Nussknacker? Nee, mit der Nussknacker. Ah. Kennt ihr den Nussknacker? Den kenne ich, das knackt. Das knackt sehr, sehr, darf sehr. Darf ich einen Vorschlag machen? Jeder darf hier vorschlagen. Das ist ja mein Spezialgebiet. Selbstverständlich, mein Bruder. Okay, man raspelt der Person die Hornhaut von den Füßen ab, bis auf das nackte Fleisch, und lässt diese Person dann auf einem Nagelbrett und auf Legosteinen rumlaufen. Da finde ich die Legosteine gefällt mir. Besteht die Gefahr, dass die sterben? Ja. Ich hätte da so eine Idee mit Kniescheiben. Mich stört der Helikopter, wer ist das? Glaube ich drum. Und der rennt eigentlich da draußen noch rum von uns. Das ist sehr unfreundlich. Wir haben echt gute Vorschläge auf jeden Fall, das gefällt mir. Dann gibt es noch ein, zwei Vorschläge, wenn nicht, würde ich auch gleich mit der Praxis anfangen. Dann, der Angeklagte möchte bitte vortreten. Jack Arnstein, kommst du bitte vor, dir wird etwas vorgeworfen. Folgendes. Ich möchte doch bitte die Kläger dazu aufrufen zu sprechen. Sicario, du kannst anfangen mit deinen Jungs. Was ist passiert? Stand an unserem wunderschönen Anwesen. Dann kamen die Cops mit einem Heli und einer Streife. Ja, die sind über den drei jeweiligen Anwesen, zwei zwischen uns geflogen. Einmal, von dir ist es Sonny, das Anwesen links von uns, und rechts von uns ist, meine ich, von Miro. Ich wollte schauen, was los ist. Bin vors Tor gelaufen und habe den Herrn vor uns gesehen. Ja, das ist halt der ausschlaggebende Punkt. Deswegen denk mal, wir hier stehen und das geht nicht. Das ist ein hoher Verrat. André, was hast du dazu zu sagen? Du hast mich in meinem Haus, in meiner brenzligen Lage konfrontiert mit diesem Thema. Am Anwesen, direkt vorm Tor, kam halt plötzlich eine Polizeistreife. Die ist nicht reingefahren, aber hat reingeschrieben, ob man denn nicht kurz reden könnte. Ich bin rausgegangen, hab gefragt, was los ist. Und dann wurde gefragt, ob Jack Arnstein da ist. Hab ihn dann halt rausgeschickt, bin ich wieder zurück ins Haus. Wieder rausgekommen, dann war da ein Heli. So 5 Meter über dem Boden, direkt vor unserem Tor. Aha! Ja. Okay. Was sagt der Angeklagte dazu? Du hast eine Minute. Ich hatte Angst, aber ich sehe meine Fehler ein. Ich habe aus Angst gehandelt. Ich wurde mit einer Waffe bedroht. Und dann ruft man die Polizei. Seit wann kooperieren wir mit der Polizei? Du Idiot! Wollte das gar nicht, aber das war... Du bist einfach nur ein Idiot, habe ich dir das schon mal gesagt? Das erste Mal jetzt. Das erste Mal und einmal zu viel, ja? Dick, Bruder, du weißt, ich liebe dich, ne? Den Bruder für mich aber. Ja, das war... Da waren gefühlt 20 mit einer Waffe an meinem Kopf, die wollten alles von mir. Habe ich die Scheiße mit dem weißen Haus umsonst gemacht, Bruder? Wollten alles von mir. Was soll ich groß sagen, Jack? Weißt du, wie wir agieren? Ich zähle zu 100%, das ist mein Fehler, 100%. Ich habe Mist gebaut. Das kann man auch nicht wieder gut machen, ich weiß nicht. Okay, das alles war, klar. Das tut mir weh. Gut. Du stellst dich jetzt, folg mir hier. Ich hab die Schnauze voll. Weil heulen haftet bei mir gar nicht. Ich mach das jetzt. Richte dich auf oder ich knall dich jetzt gleich ab. Lass den Kopf nicht hängen, du Lappen. Gib mir deine scheiß Hände. Dreh dich um. Ich leg dir jetzt Fesseln an. Verstanden? Ja, ist schon. Der Rat zieht sich zurück und ich frage das Volk. Glaub mal bitte. Lasst uns versammeln. Ich habe eine Frage an euch alle. Ihr entscheidet. Leben oder Tod? Flüstert mir bitte ins Ohr. Ich fang bei den links an, okay? Leben oder Tod? Lass ihn leben. Leben oder Tod? Bin erst vorhin auch schon, ich weiß leider nicht, um was es geht. Leben oder Tod? Und check, ich rauch mal eben schnell meine 3 Joints fertig, dann bin ich soweit. Er hat Kopf gerufen. Er hat die Polizei gerufen. Ja, tot, direkt. Leben oder Tod? Leben. Leben oder Tod? Tod. Leben oder Tod, Chiara? Tod. Leben oder Tod? Tod. Leben oder Tod? Tod.
Bruder, jetzt Leben oder Tod? Und Jack in 1 und 3. Frage, gib mir da. Alles klar. Volker, mein Bester. Leben oder du Tod? Du weißt meine Antwort. Alles klar. Ich kann Gedanken lesen. Leben oder Tod? Gut. Leben oder Tod? Tod. Rajesh? Ja, Tod natürlich. Ivan, hörst du mich? Die alle nicht umsonst erzogen. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Es tut mir sehr leid, aber du hast somit deinen letzten Atemzüge von dir gegeben. Leg mit Tarn und mach die weg. Aber die Plätzchen brennen der Hölle verdammt nochmal. Tschüss.